hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, hier zu unserem Gala-Nachmittag, bei dem wir wieder einmal die besten Bioläden Deutschlands auszeichnen wollen. Ja, ihr kennt mich normalerweise von dem Foto auf der Seite 3 in der Schrot und Korn jeden Monat. Und heute möchte ich euch mal von dieser Stelle hier durch unseren Tag begleiten. Ja, da eigentlich eher Schreiben meine Stärke ist und weniger das Reden, habe ich mir tatkräftige Unterstützung mitgebracht. Und zwar einen Exoten, Henrik Haase. Ich freue mich total, dass du heute hier bei mir bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Warum Exoten? Ja, ich bin auch. Warum bin ich jetzt Exot hier auf der Bühne? Das wird nicht so ganz verstanden. Ja, ich weiß ja, dass du ein im Bioladen einkaufender Mann bist. Und wie wir auch wissen, gehören die doch immer noch zu eher seltenen Spezies in den Bioläden. Ich glaube, die Ernährungsstudie vom Bundeslandwirtschaftsministerium spricht sogar nur von 5% der Kunden im Bioladen sind Männer. Was sind deine Erfahrungen da? Ja, manchmal denkt man, das ist eigentlich ein richtig guter Platz zum Flirten, weil du echt eine große Auswahl hast, wenn du ansprechen kannst. Aber mal Spaß beiseite. Ich kaufe einfach super gerne im Bioladen ein. Also das gilt, glaube ich, für viele Männer. Ich finde da schneller Produkte, denen ich irgendwie vertrauen kann. Ich war letztens wieder in einem großen Supermarkt. Da drehe ich sämtliche Produkte um und gucke da erstmal, was da alles drin ist. Und das dauert ewig, bis ich da irgendwie was finde, wo ich Lust habe, das zu kaufen. Und natürlich heute Abend die besten Bioläden, kleine Bioläden. Passioniert geführte Biosupermärkte, wo du merkst, da steckt ein Konzept hinter, da bist du an der Theke und die schwärmen dir von dem Käse vor, den sie da gerade frisch ausgepackt haben, und da kaufe ich einfach unheimlich gerne ein, weil du da die Leidenschaft spüren kannst. Ja, apropos Thekengespräche, du hast ja jetzt unter deinem Namen Wurstsack, wie dich vielleicht auch viele aus der Welt des Internet kennen, in Berlin-Kreuzberg in der Markthalle 9 eine Metzgerei eröffnet. Ja, genau. Also ich kenne jetzt auch einfach die andere Seite. Also jetzt auf einmal, ich bin eigentlich Designer und mache Bücher und, wie gesagt, schreibe im Netz drüber, über diese ganzen Themen. Und dann merkst du einfach, wie wichtig dieser Platz hinter der Theke ist, wie wichtig es eigentlich ist, wie ihr alle hier, dass wir diese Geschichte rüberbringen. Also wirklich von der Landwirtschaft auf den Teller, dass die Leute verstehen, warum sie den Bio-Käse kaufen. Und das macht mit super viel Leidenschaft und wir alle wahrscheinlich auch mit super viel Neugier immer gucken, was da ist. Und deswegen freue ich mich heute Abend auch hier auf der Bühne stehen zu dürfen, euch auszeichnen zu dürfen, mit auszeichnen zu dürfen, und freue mich auf viele leidenschaftliche Personen und Charaktere. Aber bevor ich mich jetzt hier irgendwie verquatsche, wie muss ich mir das vorstellen, diese Wahl? Sitzt ihr da im Keller bei euch irgendwie in Aschaffenburg und wer? Genau, mit ein paar Flaschen Sekt und dann überlegen wir, wer könnte denn mal gewinnen. Nein. Es ist in der Tat so, wir sitzen im Keller, allerdings haben wir da eine wunderschöne Cafeteria mit einem Blick in unseren Garten hinaus. Und das kostet uns in der Tat mehrere Wochen, bis wir all das Feedback von den Kunden, von den Lesern ausgewertet haben, digitalisiert haben. Das ist schon schön viel Arbeit, viel schöne Arbeit. Und es gibt einen Aspekt, den ich dabei aber ganz gerne erwähnen möchte, weil ich ihn doch sehr bemerkenswert finde. Und zwar die Menge an Menschen, die da immer mitmacht. Und zwar dieses Jahr waren es auch wieder weit mehr als 50.000 Leser, eure Kunden, die sich an irgendeinem Winterabend mal die Zeit genommen haben, sich hingesetzt haben, über euch nachzudenken, um euch Feedback zu geben. Und einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, nutzen sie dann eben bei der Schrot und Korn Leserwahl die Gelegenheit, um euch ein Stück davon zurückzugeben. Und ich finde, das zeigt einfach, dass ihr es schafft, eine ganz, ganz tolle Verbindung zu euren Kunden aufzubauen. Und es zeigt sich ja auch immer wieder, dass es das ist, was es letztendlich ausmacht, was euren Erfolg ausmacht. Und da können wir doch unseren Lesern, euren Kunden, einen kräftigen Applaus. Silbergewinner der Biohofläden auf der Bühne. Das ist einmal der Biohofladen 2 Eichen aus Bomlitz. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
zweites den Biolandhof Hohlegruft aus Nehms. Den Biolandhof Naturkost Trautwein aus Kirchberg. Herzlichen Glückwunsch. Bremers Biomarkt, auch Silber in der Kategorie Biohofläden. Herzlichen Glückwunsch. Und der Hof Markt Anna, Hofladen in Vogt. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes den Laden im Tal. Liegt der auch im Tal? Ja. Ja, liegt im Tal, alles richtig. Mit TH in der Kategorie Silber für die Biohofläden. Dann haben wir den Mühlenladen aus Altötting. Zweimal Bronze, einmal Silber. Die mehrmalen noch. Ratsbacher Hofladen in Wallmünster. Genau. Und damit sind wir schon durch. Ein Gewinner, herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Und die hat auch was dabei. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Was hast du mitgebracht? Ja, die Biofach ist ganz spannend für alle Läden zu gucken. Neue Ausstattung, neue Ideen für den Laden. Doch Hofläden sind ja noch ein bisschen anders gestrickt, weil sie ja auch selber an ihren Produkten schaffen. Und von daher brauchen sie noch andere Inspirationen als hier in einer geschlossenen Messehalle. Und deshalb möchten wir euch gerne herzlich einladen, mit uns auf Exkursion zu gehen. Wir möchten im Juni rund um Würzburg uns Direktvermarkter angucken, Gärtnereien, Abo-Betriebe und natürlich Würzburg darf auch der Winzer nicht fehlen. Also ganz, ganz herzliche Einladung, mit uns auf Exkursion zu gehen. Und damit wir auf den Acker gehen können, gibt es auch natürlich einen Stiefel dazu. Riesig stolz, dass die Hofläden hier immer mit dabei sind und ganz besondere Zeichen setzen können in der Verbindung von Landwirtschaft, sprich der Urerzeugung und der Weiterverarbeitung der Herstellung und dann auch direkt in den Handel zu gehen. Vielen Dank euch. Erzählen, wer der beste Biohofladen Deutschlands ist. Und zwar Gold-Gesamtgewinner. Und du warst noch nie hier. Das ist der Hofladen Albertshof aus Remmort. Wo sind die Remmort? Gabriele Augenstein vorstellen. Herzlich willkommen auf unserer Bühne. Im guten Leben auf dem Land, da stehen Kühe auf der Weide. Die Forellen, die stehen im Bach und mittendrin, da steht der Mensch. Der Mensch, das ist der Bau. Der kennt und liebt sein Land und seine Tiere und sie ihn. Und dann gibt's gute Milch und manchmal auch Salami, so ist das eben ein bisschen Lönneberger. Nur leider hat das mit unserem modernen Leben nicht sehr viel zu tun, bis auf eine leise Sehnsucht, die manchmal hochsteigt.
Kerstin und Peter Dobstadt sehen sich nicht bloß. Sie machen auch das gute Leben. Und das geht so. Sie haben einen Bauernhof im Westerwald, dem Albertshof bei Rennerod, und leben da mit ihren 4 Kindern. Die Großen besuchen die Montessori-Schule im Ort. Dort gibt es dank Kerstins Initiative 100% Bio zu essen. Also in der Schule, nicht im Ort. Das wäre dann das nächste Projekt für Kerstin, das ganz Rennerod 100% Bio ist. Aber bis das so weit ist, gibt es noch einiges zu tun auf dem Bauernhof. Kerstin und Peter bewirtschaften 140 Hektar Grünland. Sie versorgen ihre Milchkühe, Rinder und Kälber und auch das liebe Federvieh. Das sind die Legehennen, Hähnchen und Gänse. Deren Eier, Milch und Fleisch vermarkten sie in ihrem Hofladen, in dem es, das ist ganz klar, auch alles andere zu kaufen gibt, was ein Mensch sehr gerne isst. Wenn ich also das gute Leben suche, dann fahre ich da mal hin. Mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Rad. Da kann ich gute Landluft schnuppern, Kälber streicheln, zuschauen, wie die Hühner scharren und hören, wie sie gackern, wenn das Ei im Nest liegt. Ich kann im Hofladen einkaufen und von dem guten Leben was nach Hause nehmen. Eier, Wurst, 1 Liter Milch. Und weil ich hier echte Tiere sehe, verstehe ich gleich besser, warum Eier aus dem Bruderhahn-Projekt ein paar Cent mehr kosten müssen. Und dann bin ich gar nicht mehr so weit entfernt vom guten Leben auf dem Land, nach dem ich mich manchmal sehne. Wer einmal hier war, der kommt wieder. Das sagt Kerstin. Wer einmal hier war, der kommt wieder. Und Peter sagt, vor 10 Jahren galten wir als Bombenleger, heute sind wir hip. Er ist stolz, Bauer zu sein und liebt es selbst anzupacken. In den 80ern hat Peter am Niederrhein gegen den schnellen Brüter demonstriert. Und neulich war die ganze Familie auf einer Demo für Willkommenskultur im Städtchen Rennerod. Peter ist Landwirtschaftsmeister, Kerstin hat Sozialpädagogik studiert. Kein Wunder, dass der Albertshof ein Lernort Bauernhof ist. Kindergärten und Schulen besuchen den Hof und lernen, Zitat, die Zusammenhänge regionaler Lebensmittelproduktion und ein verantwortungsvolles Natur- und Umweltverhalten. Oder anders gesagt, sie sehen, woher die Milch kommt und ob Pommes auf dem Feld wachsen. Kerstin und Peter zeigen, wie Ökolandwirtschaft funktioniert. Sie sprechen über Gentechnik und den ökologischen Fußabdruck. Hier lernen Kinder, was wirklich wichtig ist. Wir gratulieren Kerstin und Peter Dobstadt und dem ganzen Team von Albertshof bei Rennerod und bitten sie auf die Bühne. Wen darf es übergeben? Euer Pokal. Auf geht's. Die Blumen für den Mann? Ja, danke. Und die Urkunde fürs Team. Das passt doch dann, ja? Ja, ihr habt, habe ich erfahren, ihr habt schon mal Bronze gewonnen, dann habt ihr Silber gewonnen, jetzt habt ihr Gold gesamt eingefahren. Peter, wie fühlt sich das an? Das reicht jetzt. Das heißt, man kommt bei euch wieder, aber du willst nicht nochmal wieder kommen. Doch, komm. Das heißt irgendwie, alle sind sehr willkommen bei uns irgendwie, aber nächstes Mal können die selber hier abfahren. Alles klar, wie viel fahren bei euch mit, wenn ihr jetzt wieder nach Hause fahrt? Wir haben noch keine Ahnung, weil das, was uns hier erwartet hat, das haben wir nicht erwartet. Und wir sind alle so glücklich. Und an dieser Stelle möchte ich bitte auch mal Danke sagen. Danke dem Bio-Verlag. Wir sind alle geblättert und das kommt bestimmt nicht oft vor, dass man mich auch mal sprachlos bekommt. Danke. Zwei Paten, die euch auch noch was überreichen wollen. Deswegen bitte ich von Bioland Stefanie Stotters auf die Bühne und. Steht da schon? Alle da. Die stehen ja da schon. Habe ich ganz. Die haben das schon mit eingebracht. Alles klar, da hüpfe ich mal rüber. Bio boomt. Gibt es weniger oder mehr Hofläden hier vom Verband? Wie sieht die Situation aus? Die Hofläden werden auf jeden Fall immer stärker, wie man hier sieht, immer professioneller. Und ihr seid wirklich das Zeichen, dass es weitergeht. Wir haben heute auch wieder Bio 3.0 diskutiert. Bio 3.0, die Zukunft der ganzen Biolandbaubewegung, wo natürlich der Handel auf jeden Fall dazugehört. Und diese Vernetzung, die man überall anders
mit viel Kraft auch versucht zu erschaffen, die es auf dem Hofladen einfach gegeben. Und das Schöne oder auf dem Hof, das Schöne bei euch ist eben, das ist kein Hofladen mit einer kleinen Alibi-Landwirtschaft, sondern ihr seid wirklich richtig aktive Landwirte. Es wächst in der Landwirtschaft und es wächst im Hofladen. Das ist toll mitzuerleben. Super. Und du hast auch was mitgebracht. Nur kurz. Auch was mitgebracht. Ja, also solche Patenkinder zu haben, ist ein ganz besonderes Geschenk. So viel Power, so viel Energie, so viel Freude. Also ihr seht hier gerade, erstarrte sich. Das ist wirklich sehr, sehr selten, euch so ruhig zu erleben. Und deshalb freue ich mich riesig, auch euch zur Exkursion mit einladen zu dürfen und einfach gemeinsam noch andere Geschäfte kennenzulernen, Höfe kennenzulernen, Kollegen. Denn wir lernen einfach von Kollege zu Kollege. Deshalb ist ja auch dieses Treffen hier so schön, für das auch ich mich bedanke. Ja, ich freue mich, mit euch nach Würzburg zu fahren. Super, vielen Dank. Du übergibst den Blumenstiefel. Jetzt komme ich zu Ulrich vom Bauhof. Ich war letztes Jahr bei euch auf den, in Amelinghausen, war ich auf dem Hof, habe ein paar Tage mitgearbeitet, bin dann abends, früh morgens, um 5 die Kühe melken und so weiter, und dann abends bin ich oft in den Hofladen gegangen. Hast du ein paar Tipps hier, bevor du dein Geschenk übergibst, was man bei so einem Hofladen richtig machen kann und falsch machen kann? Naja, ein Hofladen ist ja ein Laden auf dem Hof. Echt? Da gibt es ja dann auch Land. Und wenn man irgendwas hat, was erzeugt wird auf dem Land, was man seinen Kunden verkaufen kann, das ist ein wichtiges Erlebnis für die Kunden, wenn die das denn kaufen können. Die sagen, ja, das kommt von hier. Keine Food Miles, gar nichts. Und sowas, das ist total wichtig. Und ihr habt ja auch sowas bei euch im Laden. Muss ich mir jetzt noch ankommen, aber weiß ich ja schon von. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Kunden, die da hinkommen, auch das, was da erzeugt wird, wirklich sehen und erkennen können, ja, das ist von uns. Und dann kann jeder sagen, ja genau, das wird so gemacht und das ist die Kuh Helma und das ist die Kuh Frieda und das ist der Bulle Soto. Das ist wichtig. Super. Und du hast auch was mitgebracht? Ja, ich habe was mitgebracht. Also Sachen sind gut, aber Ideen sind besser. Finde ich immer, ne? Weil aus Ideen kann was entstehen und wenn man die Ideen dann hat und das tat sich aus, kann man sich die Sachen alle kaufen. Und dann habe ich einfach mit Ideen, mir Ideen überlegt. Und die wichtigste Idee steht hinten, ganz unten. Also ich kann ja mal hier die Kamera draufhalten oder so. Dankeschön. Das ist der Zettel von Sachen, die wir so haben, was wir alles tun können. Wir können Beratung machen für Platzierung oder so etwas. Wir können zum Beispiel auch das glutenfreie Partnerlernprogramm in dem Laden zum Leben bringen. Das Wichtigste steht oben, was euch sonst noch so einfällt. Und da habe ich das Gefühl, das wird hart werden, denn den Leuten fällt was ein. Das wollte ich gerade sagen. Da denkt euch mal richtig schön ein großes Event aus und dann lasst ihr die mal richtig vorbeikommen. Vielen Dank. Ich sage aber noch eine ganz wichtige Sache. Ich sage das allen, wenn ich immer mal so mit denen telefoniere, mache ich ganz oft, dann sage ich immer, ja, was wollt ihr denn, was wünscht ihr euch denn? So Hoffeste oder Jubiläen oder irgendwas in der Art. Ihr könnt euch alles wünschen, sage ich. Nein sagen kann ja ich. Ja, und das ist auch hier. Ne? Also wünscht euch mal, was ihr wollt. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich auch machen würde, die auch nicht mit draufstehen. Und wir werden so viel Spaß zusammen haben. Also unglaublich. Also ich freue mich total. Wir haben schon mit der Liste angefangen. Ich kann das reicht hier? Matzerblatt reicht? Oder? Naja, warte mal. Wird bestimmt witzig. Alles klar. Vielen Dank. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Gesamtgold-Sieger mit einer großen Urkunde bei den Bio-Hofläden. Herzlichen Glückwunsch. Selbst die knapp nichts gewonnen haben, haben super begeisterte Kunden. Und das muss man Tag für Tag erwirtschaften und rüberbringen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr so toll seid. Nicht nur ein.
ein, sondern ganz viele auf der Bühne in der Kategorie Bronze Bioläden. Erster Gewinner Biologisch aus Mengerskirchen Waldernbach. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Gewinner Bioraum, die sind leider nicht da, das wussten wir schon im Vorfeld. Aber der nächste ist da, Frede, Grüner Laden. Ja, herzlichen Glückwunsch aus Frenkingen. Herzlichen Glückwunsch, der nächste Gewinner. Frische und Bronze, Frische und Beratung, beides Bronze. Gesunde Kost aus Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch. Gesunde Kost ist nicht da. Dann machen wir weiter mit dem Grünen Haus in Gornau-Zschopau. Herzlichen Glückwunsch. Alles Bronze. Der nächste Gewinner, Naturkost und Naturwaren in Höxter. Nächste Urkunde für Naturkost Regenbogen in Ettenheim. Herzlichen Glückwunsch. Der nächste Naturkostladen, den wir auszeichnen, steht in Neustadt an der Waldnapp. Das ist der Naturkostladen Hollerbirn. Da hinten, Platzsalat Kernen, in Kernen natürlich. Was ist ein Platzsalat? Ein Mitgliederladen. Okay. Der nächste Laden, der Sterntaler aus Karlsbad. Herzlichen Glückwunsch. Und last but not least, Vitamin B in Dettenhausen. Da hoffe ich, dass man nicht mal einkaufen kann, wenn man die entsprechenden Vitamine hat. Ah, okay, gut. Dann beglückwünsche ich alle Gewinner. Einer fehlt noch. Wer fehlt denn noch? Eigentlich sind normalerweise wird die Leute nicht da, jetzt haben wir genug. Mach was Neues. Fragen wir euch doch mal, wer seid ihr denn? Jetzt haben wir kein Mikro. Das Laden Kern im Kaiserslautern. Ja, das hört sich gut an, das hört sich nach Gewinn an, das hört sich nach Bronze an, würde ich sagen. Aber der Gesamteindruck. Glaube ich auch. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber alles klar, also auch herzlichen Glückwunsch. Die Urkunde reichen wir natürlich nach. Genau. Mit einem Tee oder irgendwie sowas. Mindestens, würde ich sagen. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Silber, also eine Klasse höher. Und als ersten habe ich hier den Bioladen Frohnhausen in Essen. Das Ruhrgebiet. Ist nicht da? Okay. Dann den Bio- und eine Weltladen in Strausberg. Der ist auch nicht da. Da wussten wir schon vorher Bescheid. Jetzt aber, die Brennnessel ist da, oder? Brennnessel Naturkost. Herzlichen Glückwunsch aus Kiel. Herzlichen Glückwunsch. Und das Radieschen, das ist ja schön. Erst die Brennnessel, dann das Radieschen. Wo ist das Radieschen? Das Radieschen ist nicht da. Die Feiern-Salat-Party. Aus Bad Liebenzell. Aus der Müritz, the Golden Cost. Ja, ist da. Aus Waren. Herzlichen Glückwunsch. Zu Silber bei den Bioläden. Der nächste Bioladen kommt aus Dillingen. Naturell ist da. Wunderbar. Und da sieht man auch wieder. Aus der näheren Umgebung Bamberg. Pamina ist da aus Franken. An der Bedienung ist sehr abgeräumt. Dann haben wir noch Anne Spiola. Sehr schön. Bist du Anne? Nein. Wer ist Anne? Wo ist Anne? Hier. Da hinten. Dann schnell auf die Anne. Komm auf die Bühne. Anne Spiola aus Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch. Ah, oh, das ist toll. Jetzt bin ich schon zu Abstand. Entschuldigung. Kleiner Moment. Klar, Moment, das war jetzt mein Fehler, weil das zum ersten Mal. Bleib einfach hier, Anna. Bleib einfach hier. Ein Glückwunsch allen Silbergewinnern in dieser Kategorie. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.
die Goldgewinner bei den Bioläden. Und als Erste, mein Fehler, jetzt aber richtig, Gold für Annes Biolat aus Düsseldorf. Ein Applaus. Und nach Anne kommt Christa, Christas Bioladen in Siegsdorf. Herzlichen Glückwunsch, auch Gold für den Bioläden. Jetzt kommt auch wieder eine Frau Helga, nämlich der Bioladen aus Hademar-Faulbach. Helga ist nicht da. Dann noch mal mit der Naturkostladen aus Kaiserslautern. Du wolltest lieber Silber als Gold haben. Und Nino Gold vom Gesamtland von Bronze. Und jetzt etwas Entspannung im Freiraum Bad Steben. Herzlichen Glückwunsch, auch Gold. Und Hauk Biofood in Köln. Naturkost Mohl wäre der Nächste aus Kirchheim. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen noch zwei, die haben gleich was mit dem Essen zu tun. Naturkostladen Senfkorn aus Kinding. Auch der Senfkorn ist nicht da. Dann frage ich nach der Charlotte. Ist die Charlotte da? Die Charlotte ist da. Herzlichen Glückwunsch aus Potsdam. Der Bioladen Charlotte. Ebenfalls Gold. Und jetzt der Sonnenladen Naturkost in Gundelfingen. Sonnenladen Naturkost auch nicht da. Dann glückwünsche ich aber alle Gewinner in dieser Kategorie bei den Bioläden. Herzlichen Glückwunsch. Patrick Müller von Ökoland und von der Bullensener Mühle Annette Backus. Herzlich willkommen auf der Bühne bei Stefanie. Genau. Oh, da wird richtig was aufgefahren. Okay, Patrick, fangen wir bei dir an. Was hast du mitgebracht, unseren Goldbrenner? Also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch an alle und vielen Dank für die tägliche Arbeit, ja, weil das ist ja im Interesse aller Biobauern, aller Biohersteller. Und euch selbst auch. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Wir haben eine Tasche für euch. Diese Tasche kommt jetzt aktuell auch zum Verkauf. Der Sinn dieser Tasche ist, dass wir 50 Cent davon für SOS Kinderdorf Flüchtlingshilfe spenden. Daran nichts und wir würden uns freuen, wenn die auch verkauft wird. Darin ist eine schöne Urkunde. Genau. Von unserem Team. Natürlich mit dem Hinweis, dass wir gerne, wenn ihr wollt, unseren Ausbildungs vorbeischicken und dann ganz individuell mit euch was absprechen, was euch nützt, was euch weiterbringt und was wir für euch tun können. Wenn jemand dabei ist, ich habe es vorhin irgendwie so mitgekriegt, Veganer beispielsweise, die uns gar nicht haben wollen, dann einfach sagen, da sind wir ganz locker, kommen dann trotzdem und gucken, was wir machen können. Vielleicht noch eine andere Sache, ich musste vorhin lachen mit dem Moderator, weil er hat zwei Dinge mit mir gemeinsam. Er ist ein Exot, also ich kaufe auch in einem Bioladen ein, der ungefähr 60 Quadratmeter hat kauft da sehr gerne ein. Und das Zweite ist, ich bin auch ein Wurstzack. Vielleicht können wir uns mal treffen da in der Metzgerei in Berlin. Genau, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich habe schon relativ lang geredet, aber mir ist vorhin spontan in den Sinn gekommen. Wir haben 25 Jahre Ökoland dieses Jahr. Wir haben da eine Stammparty. Kriegt ihr noch eine Einladung. Vorhin hier bei dem Hofladen kam das Stichwort Integration und glaube ich, so eine Integrationsfeier habt ihr mitgemacht und sowas. Ich möchte gern den besten Bioladen 2016 prämieren, vielleicht nächstes Jahr auf der Biofach, im Bereich Integration. Und Ökoland stellt 25.000 Euro zur Verfügung. Wir teilen das wie folgt auf. Die besten 5 Projekte, wo Bioläden zusammen mit Kunden was zur Integration beitragen, könnt ihr einreichen, kriegen 1.000 Euro. Und die anderen 20.000 Euro teilen wir auf in 40 mal 500, ich hoffe, ich habe es richtig gerechnet, sodass möglichst 45 Läden mit ihren Initiativen einen kleinen Ansporn haben, tätig zu werden, weil ich komme aus Baden-Württemberg und ich befürchte,
dass wir am 16. März ordentlich viel braune Soße kriegen. Und ich will zwar nicht politisch sein, darf ich glaube ich gar nicht, aber... Oh, wir sind immer politisch. Das ist ja jetzt, wie soll ich sagen, da kann ich nicht mehr zurück. Ich sprinte mal hier rüber zur Mühle. Muss ich da anpacken? Noch nicht, noch nicht. Was hast du da mitgebracht? Ich habe Granola-Säcke mitgebracht. Ihr habt einen tollen Preis gewonnen heute. Einen Preis, der verbindet. Der verbindet uns Hersteller mit euch Laden, der verbindet euch mit euren Kunden, der verbindet uns mit den Kunden. Und wir haben ein Produkt, ein neues, das auch verbindet, Granola. Das verbindet das Zarte von einem Müsli mit dem Knusprigen von einem Crunchy. Und deswegen möchten wir euch als Preis auch etwas geben, was verbindet. Und zwar vielleicht euch mit einem Verein oder einer Organisation eurer Wahl. Wir kommen euch besuchen mit Crunchy, nicht mit diesen zugegebenermaßen Dummies. Also es ist kein richtiger Sack mit Granola, sondern es sind Spelzen. Es sind verkleidete Spelzen. Ich dachte schon, ich klaue eins. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ansprecht, unseren Außendienst ansprecht, wenn ihr eine Organisation habt, die euch am Herzen liegt in eurer Region, sei es ein Fußballverein, sei es Amnesty International, wo ihr sagt, Mensch, die wollen wir mal einladen im Laden und ein schönes Frühstück machen, dann sind wir gerne dabei und sponsern das Frühstück. Super, vielen Dank. Die Geschenke werden größer. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die nächsten Gewinner müssen noch mehr Säcke schleppen. Aber genau, herzlichen Glückwunsch allen Gewinner. Der beste Bioladen Deutschlands. Oder will ich? Den will ich verraten. Die kenne ich nämlich schon. Die haben schon mal gewonnen. Die starten schon mal mit mir hier oben zusammen. Und zwar Bobners Bio aus Waldkirchen im Badischen Wald. Ich bin dann mal weg. Haben Sie Ihren Urlaub schon gebucht? Wandern Sie gerne? Sind Sie Biohändler? Sind Sie ein schlauer Fuchs? Wenn Sie nur drei dieser vier Fragen mit Ja beantworten, dann hätte ich was für Sie. Ein Geheimtipp. Hören Sie gut zu. Das gesuchte Städtchen liegt im Dreiländereck von Bayern, Tschechien und Österreich. Es wird überliefert, dass bereits der Klerus im Mittelalter diesen Ort sehr schätzte. Im Jahre 1203 jedenfalls hat ein Pfarrer die Kirche in einer Reisekostenabrechnung erwähnt. Und auch die mittelalterlichen Salzhändler schätzten das Städtchen als beliebten Marktplatz. Vom 13. bis 16. Jahrhundert zogen sie auf dem alten Salzweg, dem Goldenen Steig, durch Waldkirchen. Sie durchquerten den Bayerischen und den Böhmerwald, brachten Salz ins Moldautal und auf dem Rückweg Getreide mit. Jetzt wissen Sie, wie der Ort heißt, oder? Wer hat's gehört? Waldkirchen. Und wie könnte es anders sein? Einer von Deutschlands besten Bioläden ist in Waldkirchen, Bobners Bio, und damit nicht genug. Gelegen ist dieser Bioladen auch noch am allerschönsten Wanderweg von Waldkirchen an der Sausbachklamm. Am besten, Sie machen sich selber ein Bild. Machen Sie einfach ein bisschen Urlaub. Ihre kleine Wandertour startet oben in der Sausbachklamm. Runter geht's durch Naturschutzgebiet, am Bach entlang, zwischen alten Buchen durch. Und im Bachbett stapeln sich wildromantisch Felsen. Mächtige, runde Dinger, die mit einer hellgrünen Moosschicht überzogen sind. Ach, wie herrlich ist das Wanderleben. Und dann sind sie auch schon da. Unten angekommen stehen sie vor der Sausmühle. Und da ist der drin, der Bioladen. Herzlich willkommen in Bobners Bio. Jetzt dürfen Sie Rast machen und einkaufen bei Ulrike und Franz Bogner, die ja übrigens 2013 hier schon Gold gewonnen haben. Und das Ambiente der 300 Jahre alten Sausmühle und die Landschaft drumherum, die sind einfach spektakulär. Im Sommer laden draußen Tische und Stühle zum Verweilen ein und wenn es kalt ist, lockt drinnen der Kachelofen.
Im Laden finden Sie alles, was Sie für Ihr Wanderpicknick brauchen und noch wesentlich mehr. Unter anderem eine wohlriechende Truhe mit über 60 Käsesorten. Auch in der Weinabteilung gibt's feine Schätzchen. Frische Vitamine bietet die Obst- und Gemüseinsel. Alles, was es für ein gutes Picknick eben braucht. Und Ulrike Bogner kann Ihnen sicher einige regionale Spezialitäten empfehlen. Sie geht gern auf ihre Kunden ein. Zum Beispiel bezieht sie, weil viele Kunden selber backen, Getreide und Mehl direkt vom Erzeuger. Das passt jetzt nicht ganz zum Wandern, höchstens sie wollen Stockbrot machen. Die Kinder finden das ja toll, in den ersten 5 Minuten zumindest. Danach drehen meist die genervten Eltern das Stockbrot im Feuer, weshalb ich persönlich Stockbrot echt lästig finde und bei Bogners lieber fertiges Brot kaufe. Alles in allem, Bogners Bio ist eine Reise wert. Erinnern Sie sich an die 4 Eingangsfragen? Urlaub schon geplant, wandern gerne, Biohändler und ein schlauer Fuchs? Der Fuchs, der fehlt noch, ne? Nun, was ich Ihnen jetzt erzähle, das haben Sie aber nicht von mir. Der Pfarrer mit seiner Reisekostenabrechnung aus dem 12. Jahrhundert hat mich draufgebracht. Man kann ja das Nützliche mit dem Angenehmen und wieder mit dem Nützlichen verbinden. Sprich, Sie planen statt Urlaub steuerlich wirksam eine kleine Fortbildung. Schauen Sie sich das einfach selber an, wie die Bio-Bogners das machen. Und entspannen sich. Hauptsache entspannt. Ich bin dann mal weg. Aber das bleibt unter uns, gell? Wir gratulieren Ulrike und Franz Bogner von Bogners Bio in Waldkirchen und bitten auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Hier einmal den großen Kristall. Wer nimmt sie? Super. Der Franz, nehme ich die Woche noch, die Dame. Ich habe mich ja gefragt, euer Motto ist frisch, fair, regional. Ich komme von Storfut, gut, sauber und fair. Also haben wir viel gemeinsam. Was ist dein liebstes regionales Produkt? Also was muss man bei euch probiert haben, wenn man dann die Reise nicht gestartet und bei euch vorbeigekommen ist? Ulrike? Käse. Käse? 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 Ja, ich mag Brunis. Und die Tomaten am liebsten. Die gibt es zwar nur im Sommer, aber dafür sind sie umso besser. Also ich habe es nicht verstanden, Franz. Sagst du es nochmal? Fronis bunte Tomaten. Fronis bunte Tomaten. Das sind verschiedene Sorten wahrscheinlich. Das sind ganz verschiedene bunte Sorten und die gibt es so eine ganz kleine Gärtnerei bei uns. Und da sind wir ganz stolz, dass wir als eine der wenigen diese Tomaten zum Verkaufen bekommen. Super. Und das ist dann auch sozusagen euer frisches Ding. Also ich habe eben gehört, dieses Mehl bezieht ihr direkt vom Produzenten. Also da gibt es einiges Frisches auch bei euch. Ja, schon. Wir haben das Getreide direkt. Österreich ist ja nicht weit. Und da ist einer, der produziert eben das Getreide für uns, das wir dann verkaufen können. Und alles, was so in der Region gibt, das versuchen wir eben auch im Laden zu haben. Super. Herzlichen Glückwunsch. Auch ihr habt 2 Paten, nämlich Ralf Hoppe von Allos und Stefan Völkel, das erklärt sich selbst von der Firma Völkel, die ich jetzt bitte auf die Bühne bitte. Herzlich willkommen. Die erste Frage, was hast du mitgebracht? Sieht sehr bunt aus. Oh, das ist ein Sack. Ja, ein kleines Körbchen. Darin enthalten ein paar Produkte von uns, ist klar. So ein bisschen. Wir sollten ja was Großes mitbringen. Ich weiß nicht, ob das Briefing an alle aufgegangen ist, deswegen größte Säcken, größte Schecks. Ich habe nur einen Gutschein für einen kleinen Hof. Nördlich von Osnabrück, südlich von Bremen, den Alushof, und da laden wir die Bogners, gerne auch die ganze Familie, zumindest Familie ersten Grades, zum Wochenende ein, einmal den Hof zu besichtigen und die schöne Gegend dort. Wir haben da zwar keine 3 bis 4 Sterne Hotels, aber ist ganz nett, und wir machen das im Sommer, das ist dann auch wahrscheinlich ganz gefallen. Die müssen da schon schlafen. Ja, zum Hof. Super Preis. Nee, klingt super. Das ist sehr romantisch. Ja, ich hab's selbst ausprobiert. Alles klar, vielen Dank. Einen hast du noch. Habe ich mir vorhin aufgeschrieben. Vorhin kam eine tolle Aussage.
Hier steht's, nur 5% der Männer gehen in den Bioladen einkaufen. Und zum Flirten? Also, ja, was spricht denn dagegen? Ja. Frag ich doch mal so. Das müsste mir vermehrt werden, oder? Ja, ich habe mich hinterfragt, was ich denn noch mache. Ja, beides hoffentlich. Beides hoffentlich, einkaufen. Und neue, vielen Dank an die Firma Alles. Ihr habt schönes Wochenende. Ich switche rüber zu Thema Völker. Ja. Du hast auch mitgebracht. Ja, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Einmal finde ich es total erfrischend, dass wir uns geht es ja echt allen richtig gut, muss man ja sagen. Und dass die Flüchtlingshilfe hier so ein zentrales Thema geworden ist. Hier. Also einmal einen starken Applaus. Selbst habe ich in meinem Umkreis immer gesagt, hey, Tagesschau und jeden Abend und diese Betroffenheit, stopp. Betroffenheit ohne Umwege in kleine Mosaik-Hilfesteine umsetzen. Und wir haben selbst in der Firma, also mehr, meine Devise war, mehr Flüchtlings auszubilden, mehr Praktikantenstellen, auch immer sehr rechtlich, sehr schwierig. Und wir als ganze Branche, ich möchte einfach auch wieder diesen Appell an uns, hey, lass uns noch ein bisschen mehr ausbilden, noch mehr Menschen, die zu uns kommen, in unsere Kreise hineinnehmen, mehr Praktikantenstellen, das ist eine ganz tolle Sache. Und wenn es dann heißt, hey, Kommunikation ist ein Problem, hey, lass uns Deutsch und Unterricht geben. Also wir haben dann in der Firma auch Deutschkurse angeboten, auch in dem Ort. Das ist total auch einfach befriedigend und wir helfen und Betroffenheit in schnelle Hilfe umwandeln. Das wollte ich einfach mal hier als Appell nochmal weitergeben. Und ganz, ganz nebenher, Völkel, nicht, aber Völkel wird 80 Jahre in diesem Jahr. Und du hast mir auch vorhin erzählt, auch mit Streuobstbäumen und eigenem Apfelsaft, also jetzt schieße ich mir natürlich ins eigene Knie. Ja. Immer die regionalen Apfelsäfte, wo liegt ein Völkel im Wendler, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Apfelsaft mitgebracht. Ich habe jetzt keinen Apfelsaft mitgebracht, aber ich habe einen Gutschein mitgebracht. Und wir werden in diesem Jahr 800 Bäume einfach verlosen, einfach mal so Streuobstbäume. Und weil ihr die Ersten seid bei diesem Thema, hier stehen zwar 7 Apfelbäume, ist ja langweilig, so viele Apfelbäume, wie ihr in diesem Jahr pflanzen könnt, ihr beide, mit Hilfe, bekommt ihr gesponsert. Also es können 70 oder 80 sein. Sorten, sortenreine, alte Sorten, Boskop, Goldbarmene ist dabei, wunderbare, und das passt zu euch und das passt zu eurem Sortiment. Und dann direkt diesen Äpfel pressen und frisch gepresst in euer Laden. Ich sage nämlich immer, frisch gepresst ist das Beste und dann Völkel. In dem Sinne, ja. Super, vielen Dank. Einen großen Applaus für die Bitte. Herzlichen Glückwunsch. Wie bei allen anderen Kategorien fangen wir mit der Bronze-Kategorie an bei den Bio-Supermärkten. Und da ist der erste Gewinner, Alnatura Supernaturmarkt in Berlin-Reinickendorf. Herzlichen Glückwunsch! Bronze gewonnen hat auch der B2 Biomarkt in Rottweil. Herzlichen Glückwunsch! Ist der B2 gewesen? Beim nächsten Biotreff in Vilshofen. Herzlichen Glückwunsch! Jemand aus der Region, der Ebel Naturkost in Schwabach. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das war Gesamteindruck die Bronzemedaille. Gesamteindruck Bronze, frische Bronze beim EVG Landwege aus Lübeck, aus dem Norden. Herzlichen Glückwunsch. Der nächste, Füllhorn, Karlsruhe. Herzlichen Glückwunsch. Auch bei der frischen Bronze Landmanns Biomarkt aus Landsberg. Herzlichen Glückwunsch! Und noch jemand aus dem Ländle. Naturgut Stuttgart. Ist im Ländle geblieben, schade. Aus Leinfeld-Nechterding. Da, Lokalpatriot. Der nächste Natur, pur Natur, nicht da, aber der Volkhorner. Nämlich der Volkhorner Biomarkt. Der Volkhorner Biomarkt. Wo ist er? Volkhorner Biomarkt? Wo ist er? Hätte abgesagt. Und wer seid ihr? Naturgut?
Naturgut. Ich denke, auch da reichen wir die Kuchen danach. Ja, doch, das kriegen wir hin. Also ich muss noch mal sagen, da wo das eben ja so war, wir keine Urkunde hatten, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, die waren beide eigentlich nicht in der Silber-, sondern in der Gold-Kategorie und standen dann zum zweiten Mal hier auf der Bühne. Also nur mal sagen, die haben ihre Urkunde schon bekommen, wollte ich sagen. Gut, hier reichen wir es auf jeden Fall sehr gerne nach. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch aus Berlin, Prenzlauer Berg? Nicht da, okay, gut. Natürlich Ingelheim aus Ingelheim. Sind die da? Ja, auch nicht. Nicht da? Ich kenne fast alle, die auf der Naturwarenzentrum Dreieich ist da. Herzlichen Glückwunsch. Silber bei der Beratung. In Silber hat über das Paradieschen. Herzlichen Glückwunsch aus Linsengericht. Linsengericht Alt-Hassenau. Und Querbeet aus Reichelsheim. Herzlichen Glückwunsch. Das sind unsere Silbergewinner bei den Bio-So-Bemerkten. Herzlichen Glückwunsch und nochmal einen tosenden Applaus. Wir machen weiter mit Treue. Jetzt haben wir Goldgewinner, und zwar bei den Bio-Supermärkten ist das einmal das Bio-Mammut. Das Bio-Mammut? Das Bio-Mammut? Das Mammut ist da, die Urkunde. Das Mammut ist da, die Urkunde ist auch da. Herzlichen Glückwunsch. Gold hat aufgebaut, der grüne Markt, Naturkost aus München. Herzlichen Glückwunsch. Ebenfalls Goldgewinner, Organics. Biomarkt aus Stuttgart, Feuerbach. Herzlichen Glückwunsch. Einmal drei Gewinner in der Kategorie Gold und nochmal einen Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir jetzt zu Gold gesagt. Und euch bitte ich jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne auf die Bühne, weil wir wollen ja ganz nah an den anderen dran sein, sonst kriegen die ja gar nichts mehr von uns. Und die packen wir auf die Bühne, Sabine Kästner. Glückwunsch von uns. Wir haben uns überlegt, wir schenken euch einen Marketingpreis. Jedes Mal, wenn wir Paten sind, dann haben wir das letztendlich umgesetzt. Und erstmal dachten wir, machen wir, weil ihr ja auch Kosmetik führt, eure Teams fit und euch fit. Und ihr kriegt eine Promotion. Das Zweite, was wir uns ausgedacht haben, ist, dass wir quasi euch Display schenken. Und zwar einmal hier dieses Tube-Display von Basis und dann auch eins von unserer Gesichtspflege. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt das verkaufen für einen guten Zweck, ja, oder aber auch euren Laden so richtig in Szene setzen, weil wir haben uns noch ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht. Und zwar dachten wir, weil wir hier heute auch schon so oft von gesprochen haben, es geht ja auch um die Kunden. Die Kunden, die euch gewählt haben, mit denen ihr jeden Tag zusammenarbeitet. Und wir dachten, dass wir für euch drei zusammen ein ganz besonderes Gewinnspiel quasi euch schenken. Und zwar, weiß ich nicht, ob ihr das wisst, wir haben ja inzwischen, wir machen viel für die Marke und wir haben auch einen Heißluftballon. Und ihr kriegt von uns Gewinnspielkarten. Dann könnt ihr quasi euer Geschäft so richtig in Szene setzen, vielleicht auch regional darauf aufmerksam machen, einen Thementisch machen oder was auch immer. Und wir schenken euch ein Gewinnspiel und der Gewinner mit von den Karten, wirklich von euch dreien, der darf in die Luft steigen. Das ist so das Geschenk von uns. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch auch von uns, von Novamel. Ich freue mich, dass es so engagierte, unterschiedlich große, aber trotzdem enorm engagierte Läden sind. Wir haben uns überlegt, wie kann man die Läden ein bisschen belohnen oder ein bisschen beglücken. Wir haben schon einiges gehört über wie alt ein Unternehmen ist oder wie lange es schon da ist. Novamel feiert dieses Jahr 33 Jahre. 33 Jahre ist eine lange Zeit, ist echt auch sogar länger, als ich in der Szene bin. Ich bringe es nur auf gut 20.
Wir wollen euch einfach was schenken und ich habe nur das Top-Schild mitgebracht. Ihr kriegt alle von uns ein großes Display. Mit Ware natürlich. Ihr dürft euch auch suchen, was für Produkte es sind, ob es ein anderes Thema sein soll, ob es allgemein sein soll oder Coca-Cola, das liegt ganz bei euch. Ihr dürft euch aussuchen, was ihr gerne von uns mehr bewerben wollt und wenn ihr noch mehr Produkte haben wollt, dann können wir da auch drüber reden. Und hier habe ich noch was Kleines mitgebracht. Wir finden es einfach immer wichtig, dass man aus der täglichen Arbeit ein Stückchen raustreten kann. Jeder ist so in seinem Alltag eingebettet und man kommt nicht immer zum Nachdenken. Wir finden, dass es einfach wichtig ist, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich habe hier 3 Bio-Hotel-Gutscheine. Das ist sicherlich nichts Großes, aber ich finde es was Schönes, einfach mal ein bisschen Zeit miteinander zu haben und Abstand zu kriegen. Ja? Viel Erfolg. Haben wir wieder die Aufgabe, den Gold-Gesamtgewinner bei den Bio-Supermärkten zu sagen. Letztes Mal habe ich, vielleicht zusammen. Nee, ich habe das letzte Mal, du. Ich? Du bist jetzt. Okay, ich sage den ersten Buchstaben. Alles klar. E. B. L. Naturkost. Ebel Naturkost aus Nürnberg. Lauf auf Holz. Was Sie schon immer wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Kürzlich habe ich einen Artikel gelesen. Die schockierende Wahrheit über Supermärkte, so werden wir manipuliert. Zu lesen waren 250 fiese Strategien, wie Supermärkte uns das sauer verdiente, geerbte, geklaute Geld aus den Taschen ziehen. Der Autor war empört. Ich ehrlich gesagt war fasziniert, dass es Läden gibt, die mich besser kennen, als ich mich selber kenne. Aber jetzt trifft es mich halt persönlich. Jetzt bin ich doch schockiert. Weil jetzt soll ich hier eine Lobrede halten für einen Supermarkt, der innerhalb von 2 Jahren die Anzahl seiner Kunden verdoppelt hat. Der seine Kunden so manipuliert, dass sie immer mehr kaufen. Zunächst die harten Fakten. Wir befinden uns in Lauf am Holz. Das ist ein gutbürgerlicher Stadtteil von Nürnberg. Am 14. Januar 2014 eröffnet besagter Supermarkt auf einer Fläche von 450 Quadratmetern. Es ist die 25. Tochter der Ebelkette. 7 Mitarbeiterinnen schmeißen den Laden neben der Marktleiterin Felicitas Ganter. Die zog der Liebe wegen einst von Pforzheim nach Nürnberg. Das ist jetzt nur wichtig, weil ich auch dort groß geworden bin und heute im Exil lebe. Ich versichere Ihnen, da nimmt man einfach jeden Strohhalm, um dort wegzukommen. Selbst ein so übles Geschäft wie Journalismus oder Supermarkt. Das aber nur so am Rande. Der Kern des Pudels ist der: egal wo man hinschaut, immer mehr manipulierte Kunden. Da fragt man sich doch, wo soll das hinführen? Wo soll das hinführen? Und die große Frage unserer Zeit, die lautet doch, wo soll es hinführen? Nun, die Antwort auf diese Frage, wo soll das hinführen, die Antwort, die ist leider noch nicht fertig. Aber ich habe etwas anderes für Sie. Ein vollumfängliches Geständnis von Marktleiterin Felicitas Ganter, wie sie Kunden manipuliert. Sie hat gestanden, sie gibt alles zu und ich zitiere nun aus dem Protokoll. Wir können gut mit den Leuten, gut zuhören, das ist unsere Taktik. Auf Kundenwünsche gehen wir gerne ein. Alle Produkte aus dem Laden sind über Nacht verfügbar. Und ich springe auf dem Heimweg auch mal in eine andere Filiale, um einer Kundin einen Lipliner zu besorgen. Die Kolleginnen machen das auch so. Die Kunden sollen merken, dass wir für sie da sind. Älteren Leuten tragen wir den Einkauf zum Auto und kommt einer voll beladen mit Getränkekisten rein, dann nehmen wir ihm die ab. Einer Frau auf Krücken haben wir mal die Einkäufe mit dem Auto heimgefahren. Und unsere blinde Kundin, die ist so um die 60, die kommt jede Woche. Eine von uns hakt sich bei ihr unter und zusammen gehen wir durch den Laden und an die Kasse. Und dann wird der Rucksack gepackt, man sagt ihr die Uhrzeit und dann fährt sie mit der S-Bahn nach Hause. So geht das also. Hätten Sie das gedacht? Das ist natürlich Manipulation. In ihrer allerschönsten Form. Auf jeden Fall.
würde vermutlich überall funktionieren. Also behalten Sie es bitte für sich. Vielleicht könnte man ja ganz vielleicht vermuten, dass sich die Kundschaft aus Lauf am Holz besonders leicht manipulieren lässt. Die haben schließlich sonst keinen Laden im Viertel, nur einen Netto und der zählt ja nicht. Und irgendwo muss man sein Mehl, sein Zucker und Butter ja kaufen, oder? Also, ich plädiere. Ich plädiere für mildernde Umstände. Dass sie auf so nette Art Leute manipulieren, Bio zu kaufen. Dafür geht nun unser herzliches Dankeschön an Felicitas Ganter und das ganze Team vom Ebel Supermarkt in Lauf am Holz. Bitte komm. Goldgesamt. Ich komme ja aus Berlin hergefahren. In Berlin geht man davon aus, alle kaufen Bio. Ist auch nicht so. Aber in Nürnberg kaufen auch immer mehr Leute Bio. Ihr habt jetzt ja viele Filialen hier. Wie sieht es in Nürnberg aus? Wird das auch bald das neue Berlin? Also in Lauf am Holz kaufen alle Bio ein. Alle? Super. Und eine zweite Frage, weil ich kaufe auch öfter hier ein, die Ebelmärkte gibt es ja einige. Was macht euren noch so besonders, wo du sagst, das machen wir nochmal ganz anders? Das hier. Das hier? Das hier. Dein Team? Genau. Wie groß ist das? Mit wie vielen Fall? Sieben Frauen. Sieben Frauen. Sieben Frauen. Siehst du, da hast du das. Sehr gut. Da ist alles. Und wie viele Männer kaufen bei euch ein? Ist die Quote auch so schlimm wie Stefanie? Oh nee, das lässt sich die Marke. 50-50. Super. Also, herzlichen Glückwunsch. Und auch, ja, gerne nochmal applaudieren. Jetzt kommen auch nicht sieben, aber zwei Paten, auch beides Frauen, einmal von Bio-Vegan Nicole Gärtner und von Rapunzel bitte ich Eva Kiene auf die Bühne. Herzlich willkommen. Oh, kein Sack, aber ein Riesenschild. Ich sprinte kurz zu euch. Fangen wir mit dir an. Was hast du mitgebracht? Was ist in der Wundertüte? Ich habe eine Wundertüte mitgebracht. Da ist ein Gutschein drin, ihr Lieben, für euch alle. Alle in der Filiale arbeiten für einen Tag voller Bio-Vegan. Und ihr werdet die Erste, ihr seid der erste Bioladen, der uns besuchen kann, soll, darf, in unserer neu erbauten, hochökologisch erbauten Produktionsstätte in Bohnenfeld bei Neuwied. Ich freue mich auf euch. Und hier, das ist in der Wundertüte. Ah, so eine Rückseite. Ihr fahrt mit dem ICE von Nürnberg nach Montabaur. Da werdet ihr abgeholt von uns. Ihr bekommt eine Schulung, eine ganz exklusive Schulung, nur für euch zum Thema Bio, Vegan und auch glutenfrei. Und wir machen eine Betriebsbesichtigung, einen Rundgang. Wir zeigen euch alles, wie wir was produzieren, ganz im Detail. Und danach gehen wir was Schönes essen. Ihr übernachtet im Food Hotel in Neuwied. Und wir hoffen, dass ihr dann einen wunderschönen Tag verleben werdet. Wahnsinn, alles klar. Eine große Wundertüte. Herzlichen Glückwunsch. Und auch von Rapunzel. Gibt es was? Gibt es ein Körbchen? Wir haben ja jetzt viel von Manipulation gehört, was ihr da betreibt. Und ihr geht ja aber dann bei der Manipulation auch so weit, dass ihr Integrationsarbeit leistet. Also kommt eine türkische Mama rein und will eigentlich nur ein Sträußchen Petersilie. Und die polt ihr dann um, wie auch immer, das jetzt komplett auf Bio umstellt für ihre Großfamilie. Dann haben wir uns gedacht, du verlässt es zwar, aber vielleicht kannst du dann in der neuen Filiale auch türkische Großfamilien gewinnen. Und damit du ein bisschen, ja, vielleicht ein paar Wörter türkisch lernst, schicken wir dich in die Türkei. Ich hoffe, du hast noch nichts geplant ab 30. August. Sonst musst du deinen Urlaub jetzt umdisponieren oder jemand aus deinem Team schicken. Also, wir laden dich ganz herzlich ein zur Fachhandelsreise zu unserem Türkei-Projekt vom 30. August bis 3. September. Und damit ihr dich schon mal genießen könnt, haben wir so ein paar Kleinigkeiten aus unserem Sortiment aus Rapunzel Türkei zusammengestellt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Yeah.
noch klar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann kommen wir zum Endspurt. Bist du bereit für die nächste Kategorie? Nächste Kategorie. Da habe ich ja erst gedacht, ich glaube, deswegen haben wir auch die Zettel ausgeteilt. Ne? So ganz sexy klingt die nicht. Also das ist so ein bisschen... Du meinst, Naturkost Fachgeschäft, du klingt nicht sexy. Ich gehe jetzt mal kurz ins Naturkost Fachgeschäft. Ich gehe mal kurz ins Naturkost Fachgeschäft, ja. Was hat klingt ehrlich, aber vielleicht nicht so richtig sexy. Ja, deswegen haben wir gedacht, wir fragen mal Leute, die sich damit auskennen. Und wir haben die gesammelte Kompetenz hier bei uns im Raum, hier im Saal. Deswegen die Zettel, die wir an euch ausgeteilt haben. Wir haben da einfach mal wild reingezogen. Ich möchte noch ganz kurz Entschuldigung dazu sagen, ganz, ganz viele super tolle Antworten haben wir bekommen. Wir werden die alle digitalisieren und ins Internet stellen. Und wenn ihr dann mal Zeit habt, bei einer Tasse Kaffee guckt rein. Ich glaube, das ist sehr charmant. Ich lese mal das erste vor. Ja, genau so hast du mir vorgestellt. Ein Naturkostfachgeschäft ist eine Oase fürs Genießen. Nicht das nächste? Ein Ort der Begegnung für bewusste Entscheidungen einer enkeltauglichen Zukunft. Ja, wieder die Oase. Die Oase in der Wüste. Rettung für unsere Zukunft. Auch da haben wir es wieder. Und ein Naturkostfachgeschäft ist ein Lichtblick. Na, hier schreibt jemand ganz persönlich, ist ein wichtiger Punkt in unserem Leben. Ja. Sie werden wahrscheinlich gleich auf der Bühne begrüßen dürfen. Genau, und ein letztes möchte ich euch noch vorlesen. Ein Naturkostfachgeschäft ist ein Lebensgefühl, das hinter dem Biotrend steht. Es ist ein Ort, der von einem nachhaltigen Bewusstsein geprägt ist. Es schafft eine starke Vertrauensbasis zwischen Kunden und Erzeuger. Es schafft Freundschaft. Das merken wir heute alle hier. Vielen Dank für eure Antworten. Und ich bitte jetzt alle Ohren, yay! Bei der letzten Kategorie, ganz wunderbar, alle Bronzegewinner in der Kategorie Naturkostfachgeschäft für die Gesichter hier hinter zu uns auf die Bühne. Richtige Enge hier. Berghofer Biostadel habe ich hier als erstes stehen. Gewinner Bronze. Der sind viele Berghofer Biostadel. Berghofer Biostadel, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Bioinsel aus Stralsund aus dem hohen Norden. Bronze bei Frischer, herzlichen Glückwunsch. Und die Biothek bei Petra Röhring. Ach ja, die kennen Schlüchting. Die ist schon bekannt. Brünigs Scheune. Ja! In der Brünigs Scheune bei Achim, dort hat mein Ehemann als. In Achim, genau, stimmt. In dem Vorgang, bei Achim, bei dir, im Laden, hat mein Mann noch als 16-, 17-jähriger Bombenleger, da kannte ich ihn noch lange nicht, ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht gewollt damals. Als Schüler gearbeitet und wir haben immer noch eine super enge Verbindung zu Achim und besuchen ihn ganz regelmäßig und ich freue mich total, dass er heute Abend hier auf der Bühne ist. Das wollte ich euch kurz erzählen. Ich muss bei Steffi. Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch, der nächste Gewinner. Ceres Naturkost aus Wangen. Ganz auf eine Bronze. Zu dritt. Der nächste kommt aus Heidelberg. Fair und Quer. Quer. Das ist die Name. Glück, Natur und Feinkost. Das passt sehr gut zusammen. Auf Weinsberg. Herzlichen Glückwunsch. Ebenfalls Bronze. Lotus Naturkost aus Nürnberg. Lotus, nicht geschafft. Aus Augsburg, die Mutter Erde. Mutter Erde. Die Mutter Erde. Mutter Erde ist auch nicht da. Da gibt es einen Nachzügler. Mutter Erde. Lotus, okay. Lotus Naturkost aus Nürnberg. Einmal zur Bühne gesprintet. Herzlichen Glückwunsch. Und last but not least, Viktualienmarkt, aber nicht in München, sondern in Ravensburg. Herzlichen Glückwunsch. Genau, das sind sie, unsere Bronzegewinner. Allen herzlichen Glückwunsch und ja, macht weiter so. Vielen Dank. Thank you.
Platz in Bad Camberg. Herzlichen Glückwunsch. Biomarkt Landgefühl in Wiel, bei einigen Kategorien abgeräumt. Gesamteindruck Bronze, Sortimentbronze, Preisleistung Silber, Bedienung Silber und auch der Piratenbronze. Nächstes ist das Bioparadies aus Garmisch-Partenkirchen. Das Bioparadies. Wo ist das Bioparadies? Das ist leider nicht im Saal. Dann machen wir weiter mit einem Laden aus Hagen. Lebenswert. Herzlichen Glückwunsch zu Silber. In Lütherschen Einsleben gibt es einen Naturkost- und Regionalmarkt. Auch Silber. Herzlichen Glückwunsch. Und last but not least der Quartiersladen in Freiburg. Frische und Preisleistung sind Silber. Herzlichen Glückwunsch zu Silber bei den Naturkostfachgeschäften, die wir gelernt haben, alles andere als unsexy sind. Herzlichen Glückwunsch. Und weiter geht's mit Gold. Glückwunsch, Gold! Der nächste Bioladen hat sogar eine Biobäckerei dabei und es ist der Bioladen Wagner in Ruderting. Herzlichen Glückwunsch! Die Bäckerei. Der Bioladen Eco Zion oder Kion? Wie spricht man es aus? Eco Zion, ein bisschen südamerikanischer Vibe aus Oldenburg. Aus Höchstadt kommt das Violett oder der Violettladen einmal hinter dir so. Erschreck dich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Goldbedienung und frische Bronze. Der Biomarkt in Schwandorf, ebenfalls Gold bei der Bedienung. Herzlichen Glückwunsch. Die Biothek bei Petra Röhrig aus Hünfeld, die müsste auch nochmal da sein. Für Gold. Herzlichen Glückwunsch. Und noch eine Biothek, ebenfalls bei Pat Petra Röhrig aus Fulda. Die räumen wir jetzt hier ab. Nicht schlecht. In Köln gibt es nicht nur Namen, sondern auch Biobauer. Der Kölner Biobauer, wo ist er? Der steht direkt da aus Köln. Herzlichen Glückwunsch. Die Kornblume aus Röntal. Da hinten. Herzlichen Glückwunsch zu Gold bei den Naturkostfachgeschäften. Oh, da sind gleich ein paar mehr mitgekommen. Das Mauerblümchen, wo haben wir das? Wo ist das Mauerblümchen? Auch Gold, vor allem bei der Bedienung. Dann haben wir noch den Naturkostladen Paradeisal. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Paradeisal. Herzlichen Glückwunsch. Das nächste ist eine Oase, nämlich die Oase Naturkost aus Weiden. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich weiß, was Priola ist, der guckt nach. Das ist nämlich ein Naturkostladen in Burg im Spreewald. Herzlichen Glückwunsch. In Krefeld steht der Sonnentau Naturkostfach. Vollgut Naturkostladen in Hof an der Saale. Herzlichen Glückwunsch. Sie müssten nach meiner Liste alle eine Urkunde haben, richtig? Dann beglückwünsche ich euch allen nochmal. Vielen Dank und genau. Vielen Dank. Jetzt bitten wir die Paten auf die Bühne. Und das ist einmal Charlotte Lang von Bionale und Eva Kiene von Rapunzel. Bitte auf die Bühne.
den Riff beim Tragen. Die Geschenke werden wieder kleiner, aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr gehaltvoll. Genau, also die Geschenke werden zwar kleiner, aber nicht weniger gehaltvoll. Deshalb auch von unserer Seite nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Von uns gibt es heute eine Bionade-Box, die natürlich Bionade beinhaltet, aber auch ein Holzelement, das Sie vielleicht nehmen können, um es in Ihrem Laden zu nehmen und zu gestalten. Und zwei Eintrittskarten für die Bionade-Entdeckertour. Also wir würden uns freuen, wenn Sie mal nach Ostheim vorbeikommen würden, in die schöne Rhön und sich mal angucken, wie wir Bionade brauen, wie wir Holunder anbauen und was da noch alles so dazu gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere auch ganz, ganz herzlich. Viele von euch waren ja schon als Gesamtgold auf der Bühne, letztes Jahr zum Beispiel. Also ihr seid eigentlich alle Goldgewinner. Das Dumme ist nur, dass es nur einen Allerbesten geben kann. Sonst wärt ihr da wahrscheinlich auch dabei. So, ich habe euch was Asiatisches mitgebracht. Und zwar ein Thekendisplay Rock'n'Roll. Damit ihr noch besser werdet sozusagen, da ist das Kokosöl nativ dabei. Ich habe gestern die Zahlen gehört, das ist anscheinend der totale Renner im Moment. Ja, jetzt sind die personalisiert, wir werden es irgendwie hinkriegen, dass jeder sein richtiges kriegt und die sind schon auf die Seite genommen für euch sozusagen. Ihr kriegt die dann zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch allen. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir last but not least zum letzten Gewinner auf die Bühne. Vielen Dank. Nochmal einen großen Applaus. Ist der Bio-Michi! Herzlichen Glückwunsch! Die vergessene Bedeutung des Einkaufens. Der Bio-Michi ist gerade mal ein Dreivierteljahr alt. Den Laden meine ich jetzt. Und im Laden sein Mensch heißt auch Bio-Michi. Eigentlich Michael Steinmaßen. Aber wen interessiert es, was im Ausweis steht? Der Bio-Michi Mensch, der ist 29 Jahre alt und der Laden und er, das sind echte Dörfler aus dem schönen Oberbayern. Kirch an Schöring heißt das Dorf. Und um es gleich zu sagen, was ist hier los? Psst. Und um es gleich zu sagen, nichts hinter Mond und so, das mit dem Bio-Michi, das ist nur total einwillig. Der Bio-Michi, der macht sein Ding und die Kunden, die mögen das. Sein Ding macht der Michi bereits seit er 19 ist. Damals wandelt er den elterlichen Hof in eine Gärtnerei um, Bioland zertifiziert natürlich. Zwei Jahre später dann sein erster Mini-Hofladen. Über 40 Gemüsesorten kultiviert der Michi selber. Und nun eben der Bio-Michi-Laden. Das Startkapital dafür geben Kunden. Die kriegen Genussschale dafür. Und dass der Laden Bio-Michi heißt, ist ausdrücklich Kundenwunsch. Es gab den Wettbewerb und das kam eben raus. Also alles klar, Bio-Michi. Dem Michi seine Lebenseinstellung ist, montags ist der Laden zu. Weil montags kann es kein erntefrisches Gemüse geben, weil das müsste der Michi hier am Sonntag ernten. Aber der Michi, der muss sonntags mit seiner Familie sein, ist doch klar. Montags zu und mittwochs ist auch zu, weil da muss der Michi in die Gärtnerei. Die Kunden, die kommen halt einfach an den anderen Tagen, bleiben dafür aber länger. Denn überall ist Platz zu bleiben und reden, nichts flächenoptimiert und so. Bei den Schildern am Gemüse steht neben dem Preis von uns, also aus der Bio-Michi-Gärtnerei. 40 Sorten Gemüse, aber das habe ich ja schon gesagt. Aber nur vom Gemüse allein wird auch ein Öko nicht satt, deswegen gibt es im Bio-Michi-Laden noch mehr feine Bio-Esssachen
von über 30 Erzeugern aus der Region kommen. Brot, Getreide und Mehl, Öl von Sonnenblumen, Lein und Leindotter, Fleischkonserven, Eier, Apfelessig, viele Käsesorten, Wein aus Österreich, Milchprodukte aus der Berchtesgadener Bäckerei, Chiemgauer Naturfleisch, Bier gebraut von vor Ort und vom Nachbarn importiertes Olivenöl direkt aus Griechenland. Konkurrenz im Regal gibt's beim Bio-Michi nicht. Der Bio-Michi, der ist überzeugt, dass niemand ein Produkt gleich von 2, 3 verschiedenen Firmen braucht. Das macht Einkaufen einfach, ne? Heißt ja auch Einkauf, nicht 2 Kauf oder 3 Kauf. Dass der Bio-Michi-Einkaufsladen so erfolgreich ist, das ist ein Glück. Ein Glück für den Bio-Michi-Mensch, weil der hat eine Bio-Michi-Frau, die heißt Efi, und 2 sehr kleine Bio-Michi-Kinder. Und die wollen auch leben. Und noch ein Glück ist die Lage vom Bio-Michi-Laden, denn der liegt mittendrin in einer Ökomodellregion. Da mögen Menschen einfach Bio. Die Region heißt Waginer See-Ruperti-Winkel. Ein Glück ist das. Wir wünschen weiterhin viel Glück und gratulieren Michael und Efi Steinmaßel von Bio-Michi in Kirch an Schürgen und bitten auf die Bühne. Award hier. Herzlichen Glückwunsch. Hätte man mich jetzt gefragt, also wenn man mich jetzt fragt, was schreibt man auf den Zettel, was macht Naturgastfachgeschäft aus oder was kann ich ausmachen, schreibe ich Bio-Michi hin, ich finde es abgefahren. Also Wahnsinn, oder? Also jetzt zum Schluss nochmal so ein Kracher. Also, so. Ich bin ja Teil von so einem solidarischen Landwirtschaftsprojekt in Berlin. Das heißt, wir haben auch einen Bauern, den wir zusammen unterstützen. Wie läuft das bei dir ab? Ist das auch so bei dir im Biomarkt? Nein, solidarische Landwirtschaft ist ein bisschen anders. Wir haben immer unseren eigenen Kopf auf und die Kunden haben uns nur Geld geliehen, damit wir den Laden machen können. Die haben kein Mitspracherecht, können nur unsere Produkte genießen. Aber die kriegen so Gutscheine, so genau, Gutscheine? Genau, Bauerngutscheine. Zins und Tilgung nur in Bauerngutscheine. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand was wissen möchte. Gerne fragen. Das ist super, das ist die Sorte von der Ladenleitung mal so einen richtigen Push geben. Wir haben 120 Leitgründer, die sich beteiligt haben und 40.000 Euro haben uns geliehen. Also ganz kurz Startkapital gewesen. Genuss. Und ich finde, Genuss ist enorm wichtig, gerade bei Bio. Ja? Wenn man die ganze Zeit über diese ganzen, teilweise auch schweren Themen spricht, ja, Pestizide, Genuss ist so wichtig, zusammensitzen. Deswegen, ich finde es auch super sympathisch. Meine Metzgerei hat auch am Montag zu. Passt super. Was macht für dich Genuss aus? Oder was ist für dich sozusagen, wenn du sagst Bio, Genuss, was heißt das für dich? Genuss ist, wenn ich das Lebensmittel wirklich genießen kann. Und immer von der BNN-Vorsitzenden, Entschuldigung, Name. Ich will mir nicht bei jedem Produkt Gedanken machen, darf ich das kaufen, darf ich es nicht kaufen. Das hast du auch erwähnt. Und in so einem Laden findet man einfach Produkte, die man genießen kann. Und diese schön zum Verkaufen, da können wir dahinter stehen. Wir wählen das also aus, dass wir hinter jedem Produkt stehen können. Und da macht Spaß. Auch mit 2 geschlossenen Tagen. Ja. Super, also klasse Ding. Ich bringe auch nicht schon mit nächste Mal. Also für mich als Norddeutsche ist es schon. Ja, wir nehmen kurz vor Österreich. Ja, ich später noch mal. Alles klar, auch ihr habt 2 Paten, nämlich von Sonntor Johannes Gutmann und von David Malte Drickenkamp, die ich jetzt ganz herzlich auf die Bühne bitte. Malte, ich bin nun Designer und wenn ich eure Marke angucke, dann hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan, das sieht irgendwie noch ein bisschen anders aus und sehr junges Unternehmen, Crowdfunding, ich finde ja Design ist auch eine ganz wichtige Rolle, damit die Leute verstehen, was da sozusagen ist. Magst du kurz sagen, wie es bei euch wie Design auch für Partner eine Rolle spielen kann oder eure Produkte? Absolut. Also wir haben ja heute hier eine Vielzahl von Charakteren gesehen, verschiedene Läden, verschiedene Ladenformen und auch Einrichtungsstile. Und wir geben, glaube ich, mit unseren Produkten einfach was Modernes vor, was Kunden sämtlicher Altersklassen gerne kaufen, weil es wertige Produkte sind, die sie ansprechen.
Und es zeigt sich, dass es in jeder Art von Laden auch ankommt. Also das Bier auch was Ästhetisches. Es muss auch schön sein, muss auch hübsch sein. Absolut. Es gibt da verschiedene Konzepte, aber... Der Biomechanot. Was hast du mitgebracht? Ich habe zwei leere Hände mitgebracht, aber ich denke, dass wir in Kooperation uns was Schönes ausdenken und da bestimmt eine gute Lösung finden, dass Firma David sich da erkenntlich zeigt. Super. Alles klar, vielen Dank. So, Jonas, du hast einen riesen Korb mitgebracht. Ja, gut, nochmal einen Applaus. Vielen Dank. Du hast einen riesen Korb mitgebracht. Ja klar, ich bin ja bekannt, dass ich immer was mitbringe. Okay, machst du es wirklich, dass du hast immer dein Produkt stecken? Ja klar, also ich habe erstens einmal mit gutem Gewissen für Genuss, für Freude und auch für die Zukunft was mit dabei, denn da wächst die Freude bei der lieben Evi. Da gibst du den zwei Zwergen bald einen dritten Zwerg, ja. Hey. Also das ist das Täschchen voll ist für die Zwerge. Das Körbchen ist für insgesamt, da sind noch einige Gutes mit dabei, wie Display und alles mögliche. Aber das Besondere ist, wir wollen euch mit euren vier Mitarbeiterinnen sehr, sehr herzlich zu unserem Familienfest am 1. Mai einladen. Ihr kommt mit dem Zug oder wie auch immer mit einem kleinen LKW ins schöne Österreich, ihr seid nicht weit weg. Ihr kommt zu uns, genießt ein Wochenende, wenn du noch dazu Montag zu hast. Gratuliere zu dieser weisen Entscheidung. Erkunden muss man sich erziehen. Die freuen sich darauf. Die lieben euch, wenn ihr euch für sie Zeit nehmt. Denn das ist eigentlich der Vorteil eurer Kundenpflege, eurer langfristigen Beziehung. Und das ist eigentlich auch das, wovon ihr immer leben könnt. Also ihr braucht keine Angst haben vor irgendeiner Bioindustrie oder wegen den ganzen Klugschwätzern mit den ganzen Pinguinanzügen, die da draußen rumlaufen. Ihr seid die Biofach. Ihr seid das, warum wir da sind. Und ihr seid das, was uns wirklich macht. Und ihr seid Beispiel dafür und deswegen, wie gesagt, kommst zu uns, wir machen das ähnlich. Wir haben zwar am Montag offen, aber wir Personen dort, da wächst die Freude und wir feiern auch gerne. Feste muss man feiern, damit man auch Feste arbeiten kann. Halleluja, danke euch. Danke Johannes, herzlichen Glückwunsch nochmal an den Gold-Gesamtgewinner bei der Wahnsinn. Das war eine ganze Menge, aber Wahnsinn, was hier im Saal für ein Vibe ist. Ich finde es ganz toll, was Johannes eben gesagt hat. Ich finde es ja fast bestätigt, dieses, was ich am Anfang gesagt habe. Ich gehe da gerne hin wegen Persönlichkeit. Jetzt hat Elke gesagt, da gibt es sogar eine Studie dazu, die das belegt. Ja, also ich finde, von euch glaube ich wirklich von Herzen, dass es keinen gibt, der Lebensmittel liebt, weil er damit irgendwie Geld verdient, sondern weil er als erstes irgendwie an die Qualität denkt, an die Frische, an die Kunden, an was Leckeres, wahrscheinlich an einen leckeren, gefüllten, gedeckten Tisch oder an eine geile Party, wie wir sie gleich haben werden mit einem guten Sekt und nicht erst ans Geld und das finde ich wahnsinnig gut. Also ich würde euch gerne applaudieren jetzt. Ich finde es nach wie vor super und habe mich total gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Genau, und jetzt haben wir, glaube ich, alle keine Lust mehr zum Applaudieren. Ich freue mich jetzt total auf Sekt, auf ein Glas Sekt mit euch, um euch näher und besser kennenzulernen. Es war großartig, dass ihr da wart und heute Nachmittag hier mit uns gefeiert, getanzt, gelacht, applaudiert habt, so fleißig, dass euch nicht die Puste ausgegangen ist. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, Energie und Freude für euer nächstes Jahr. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr hier wieder. Vielen Dank an euch. Bitte lasst uns gemeinsam noch anstoßen. Ich freue mich drauf. Super. Vielen Dank. Feel like a room without a roof. Clap along
Applaus.